Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge hier am schönen Samstag. Ich hatte mich die Tage ein bisschen schlau gemacht, zwecks Curseplay und so ein Tüdelkram, weil ich für euch das natürlich nutzen möchte, dass ich euch viel zeigen kann. Und ich habe es gestern schon versucht hier, wie man sieht, so ein paar Felder abgeerntet. Ich bin verzweifelt an Curseplay. Ich bin wirklich verzweifelt dran. Ich werde gleich den Drescher hier verkaufen, weil ich auf einen anderen Drescher umsteigen werde. Und ja, werde gleich noch eine Tour einfahren vom Hofsilo, vom Strohsilo. Da muss ich mal gucken, wie das funktioniert, dass ich da dann wirklich Stroh weghole und halt Stroh weghole und zum Kuhhof fahre. Ich werde die Touren, die ich alle schon mal gestern eingefahren habe und für ehrlich gesagt scheiße befinde, gleich rauslöschen. Und ehrlich gesagt finde ich alle für scheiße. Nichtsdestotrotz klappt das Curseplay eigentlich ganz gut. Der Drescher geht gleich weg, weil er einfach für diese Map zu riesig ist. Sehe ich so. Und für meine Verhältnisse ist er mir zu groß. Da habe ich einmal meinen Ladewagen, den ich gleich auf dem Feld nutzen werde. Nicht wundern, warum die Trecker so langsam fahren. Ich habe realistisches Füllgewicht drin. Also die Anhänger können bis Maximum gefüllt werden. Aber das Gewicht, was auf dem Anhänger ist, ist, oder der Literstand, der auf dem Anhänger ist, wiegt auch wirklich die 21 Tonnen. Soll so sein. Also wir werden es gleich mal gewahr, wenn der hier voll ist oder fast voll, ob der dann noch vorkommt. Also da ist dann ja schon einiges drin. Werden wir gleich gewahr. Und sobald was meine ich denn da? Wollte rot drücken. Sobald das hier alles abgeerntet ist, werde ich gleich den MB-Truck holen und den schon mal zum Pflügen schicken. Weil das klappt, das kriege ich auch gerade so hin noch. Da werde ich, weil ich will immer nur noch mit den gleichen Maschinen arbeiten, dass ich nicht, weil ich habe mir überlegt, großen Drescher weg, lieber kaufe ich mir zwei kleine. Also wie kleiner sind die auch? Ist schon etwas kleiner, aber nicht so viel kleiner. Das wird der Rostelmesh sein, so wie in die Kommentare geschrieben. Da werde ich mir zwei von holen, dass ich mit einem Mission machen kann und mit einem bei mir auf dem Hof arbeiten kann. Hier nochmal ein paar Reste einsammeln. Es ist, glaube ich, auch einfacher für den Curseplay-Fahrer, wenn ich
Na schnell. Mit einem kleineren Drescher fahre. Natürlich zwecks abtanken mache ich einen Fahrer fertig. Ein Abfahrer. Und werden wir mal sehen, wie das alles so gleich klappt. Ich weiß noch nicht, wie ich Stroh aufsammelt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das geht auch irgendwie. Aber da, das mache ich lieber noch selber, weil das weiß ich nicht. Wir fahren jetzt schon mal mit dem hier zum Hof. Ich habe schon Kurse, die werde ich alle löschen, werde alle neu machen. Weil ich bei den Kursen einfahren wirklich viele Fehler gemacht habe. Und der Bürgermeister sagt, ja, ey, komm, sieh mal zu, du musst was schaffen. Seitdem das Kartenupdate da ist, ist natürlich alles wieder rückfällig geworden. Da hat Curseplay schon geflügt. Wie man sieht, der ist wirklich riesig. Und dass das Rohr so weit ausschwenkt hinten, das ist auch ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ich will mal wissen, ob bei dem Update jetzt auch hier die Werkstatt gemacht worden ist. Eben gucken, war F5. So. Auf der Seite ist irgendwie ein Trigger. Das ist auch von einem Drescher. Nämlich auch noch ein Silo auf dem Hof. Mal gucken, ob hier irgendwo der Trigger zu sehen ist. Ah, da. Da ist der Shop-Trigger. Da ist der Shop-Trigger. Das ist doch schon mal gut. Irgendwo muss ich doch auch meinen Trigger haben zum Verkaufen oder Reparieren oder sonst irgendwas. Abladetrigger. Wo jetzt der Trigger ist, zwecks Verkaufen oder sowas, weiß ich nicht. Müsste ich den Modder vielleicht nochmal fragen oder Bescheid sagen, dass ich den nicht finde. Dass er irgendwie doof versteckt ist. Vielleicht kann er mir da ja einen Tipp geben, weil dann ist er nur Shop besuchen. Wir stehen hier zwar auf dem Trigger, aber ich denke mal, das ist für die Waage. Also ist hier ja nichts zu sehen. Machen wir mal wieder aus. Dann machen wir das so, über die Garage. Verkaufen wir den. Und dann machen wir das große Schneidwerk dazu. Das kommt auch weg, genauso wie das. Die werde ich mir passend später kaufen für meinen neuen Drescher. Weil ich werde mir jetzt den... Aufgrund der Kommentare wurde auf den Rostelmesh zurückgewiesen. Den hatte ich. Natürlich, cooles Ding, keine Frage. Aber es wurde jetzt auf den Rostelmesh hier zurückgewiesen. Dann nehmen wir natürlich Breitreifen, kommt ein bisschen höher, ein bisschen cooler aus, finde ich. Hat zwar nur 10.000 Liter Tankvolumen, aber ich habe zwei laufen.
Also von dem her ist es ja eigentlich ganz cool. Kaufen wir mal. Zweimal wollte ich den ja haben. Dann kaufen wir für den RSM gleich das Schneidwerk dazu. Das Gute ist, bei dem ist auch gleich ein Schneidwerkswagen bei. 9 Meter, optimale Arbeitsbreite für diese Felder. Kaufen. Kaufen. So. Da steht er jetzt schon. Ich habe noch keine Tour vom Shop zum Hof. Das will ich dann jetzt auch machen. Nehmt euch den ersten Kurs einfahren. Der Shop ist ein bisschen klein, das werde ich Ihnen vielleicht auch nochmal sagen. Wirklich ein bisschen eng hier. So. Das wird meine Kursaufzeichnung. Kursaufzeichnung beginnen. Start. Und dann fahre ich ihn mal ein. Kann ich schließen? Ja, ich glaube, da bin ich schon ein bisschen dicht dran vorbeigefahren. Da wird er hängen bleiben. So, das war schon wieder doof. Wir machen gleich nochmal einen neuen. Das hat diesmal nicht geklappt. Damit, weil ich da schon zu weit vorgefahren bin. Aber wir haben ja noch einen zweiten Drescher. Wenn wir einen Drescher einfahren, ist natürlich ganz cool. 40. Und wir werden es gleich mal testen. Aber wir haben jetzt den ersten neuen Drescher auf dem Hof. Dann werde ich natürlich auch noch Touren fahren. Ich muss sie, glaube ich, erstmal aufräumen, bevor ich hier mit dem Drescher komme. Ich glaube, hier muss ich einmal aufhören, bevor ich hier mit irgendwas komme. Ja, das hat der Cosplay-Fahrer schon gemacht. Das sieht eigentlich ganz annehmbar aus, was der gemacht hat. Würde ich jetzt so behaupten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir fahren einmal rum und gucken. Ich habe hier die Einstellung zum Beispiel gewählt, scharfe Eckenumfahrung, so, da eine Frucht vergessen, das ist aber eine. Ich weiß nicht, was das da vorne ist. Entweder war ich das, was ich gerade so vermute. Da muss ich eben Feld erstellen zulassen. Ja,
Das brauchen wir nicht. Wir werden alle Kurse einzeln benennen für jedes Feld. Mit Flügen. Mein Gruppern tue ich nicht. Weil ich habe ja keinen Grupper. Noch nicht. Ich werde mir einen Grupper zulegen, ich weiß aber noch nicht welchen. Jetzt weiß ich wirklich noch nicht, welchen Grupper ich mir zulegen werde. So. Auf ein neues. Dann werde ich diese Folge definitiv nochmal den Kurs vom Hof zum, oder vom Shop zum Hof einfahren. Weil dafür wollte ich ja erstmal ein bisschen aufräumen, genau. Da wollte ich nochmal eben in den Shop, Garage, weil mir gefällt hier, weiß nicht, ob irgendwo das ist. Schafstein, nein, immer stein nicht. Wie ihr jetzt schon vielleicht euch aufgefallen ist, ich habe den Kuhhof umgebaut. Ich habe den Kuhhof dem etwas mehr umgebaut und alles. Und so. Ist zwar ein cooles Paket von Modding Welt, aber nicht so schön. Beleuchtung, das ist so ein tiefes Ding, das will ich nicht haben. Ich glaube, da nehme ich die Leimbinderhallen. Die finde ich ganz cool. Mal gucken. Wie viel Platz die hier wegnimmt. Mal gucken, nicht, dass die Geräte in der Wand stehen. Da oben ist der Ast in der Wand, aber den werde ich wegnehmen irgendwann. Das finde ich eigentlich ganz cool so. Ah, muss ich wirklich einmal wegfahren. So. Fahr ich mal mit dem hin. Weil den brauche ich ja eh gleich auf dem Feld. Weil ich dann ja den Kurs einfahren will. Weil ich will den Anhänger noch konfigurieren, dass er mehr Ladevolumen hat. Ich will mir auch eine Werkstatt hinbauen. Aber ich will noch ein bisschen was schaffen hier. Heute. Ich muss hier unbedingt aufräumen. Dann sieht ihr, wie es hier aussieht. So. Dann kann ich auch eine Überführung machen von meinen Grasdingern, weil den ganzen Tüdelkram hier mit Gras und sowas brauche ich hier nicht mehr. Dafür habe ich den Kuhhof, da kommt alles hin. Ich werde da auch gleich eine Tour einfahren. Nicht mit dem Ladewagen, dafür brauche ich noch einen zweiten großen Trecker. Und werde da alles zum Kuhhof fahren. Kuhhof. Habe ich bei dem? Ja, habe ich bei dem. Ja, ich habe mir den auch extra genommen. Mal in
grün, dass ich so ein bisschen Farbwechsel habe. Ich kann eigentlich auch gleich den Frontlader dran behalten. Der andere, weil das ist nur mein reiner Träger zum Düngen. Die Halle sagt, wenn das hier alles weg ist. Weil das werde ich gleich alles schön zum Kuhhof hochfahren, weil da habe ich ja meine riesen Weidenfläche. Und weil das ist ja wirklich mein Hauptpunkt, wo ich Gras mache. Hier mache ich, hier unten werde ich definitiv kein Gras machen. Und hier nehme ich definitiv die große Leinbinderhalle, weil die wirklich perfekt daher noch hinpasst. Hier mal eben von vorne gucken. Meine Zufahrt da frei habe. Das sieht gut aus da. Gucken wir von hier. So. 100 Meter. Oh, das sieht doch cool aus hier. Ich finde, das sieht schon recht schnittig aus hier, der Hof. Natürlich sind das alles immense Kosten, die ich hier mache. Aber ich brauche den Platz hier. Das ja, das sieht doch schon mal richtig cool aus. So. Nee, erstmal vorne abkuppeln. So, habe ich das erstmal als eine Einheit, dann kann ich dann nämlich zwei Sachen gleichzeitig gleich in der nächsten Folge rüberfahren. Weil wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.